Als Special. Das finde ich ein bisschen doof. Und ganz viele rote Pfeile. Genau. Ja, aber ich finde es allgemein ein bisschen doof. Die Sexualisierung von Leuten finde ich doof. Ich auch. Wobei ich muss sagen, irgendwo möchte ich schon auch als hübsch angesehen werden. Also mein Aussehen geht mir halt nicht komplett am Popo vorbei. Ja, sondern ich mache mich natürlich auch schön, damit ich mich schön finde und damit andere mich schön finden. Aber ich möchte halt nicht nur auf mein Aussehen reduziert werden. Genau. Weil ich bin mehr als nur mein Aussehen. Richtig, das sehe ich eh nicht. Ich glaube, dieses Mauzi kann das gar nicht anhaben. Verdammt, nein, es kann Unlichtattacken, nein! Nein! Das Mauzi kann uns gar nichts anhaben, sagte er. Und bekommt einen sehr effektiven Angriff an. Naja, so als Normal-Pokémon. Yay, Level ab. Es könnte sein, dass sich schon entwickelt. Yay! Ah, dann sind die fluffy Haare weg. Ja, aber vielleicht. Wie sieht dann wohl Apollo aus? Ich find's immer noch super, dass ich Giga-Train aufgemacht habe. Ja, ist echt eine gute Entscheidung, ne? Das kann auch sogar Biss. Okay. Irgendwas genau. War da. Oh, Biss ist aber, ja. Ich wollte sagen, Biss ist aber schon mal. Es ist unser Nebulak, ja. Es tankt einfach alles in das OP. Das wird unser neuer MVP nach Garados. Nach Garados. Alles nach Garados. Und mein Pikachu. Ich mag keine Pikachu. Aber das Rocker Pikachu sieht cool aus. Verdammt, warum kann denn das dann jetzt? Ja, das ist besser als normales Pikachu. Naja, MVP-Style. Nein, Chris. Aber ich schicke Annika rein, das ist ein Boden-Pokémon. Habe ich gehört. Glaubst du, Annika weiß das? Annika weiß das, weiß nicht. Also meine Namen stehen halt manchmal außer so... Außer es ist jetzt optimal. Ich treffe einfach. Naja, das war zumindest die Code-Idee. Oh Gott, ist Pikachu. Ne, wenn ich halt keine Ahnung, wie ich meine Pokémon nenne, scroll ich halt durch meine Follower und meine Abonnentenliste durch und lass mich inspirieren. So entstehen die Namen. Das ist sehr kreativ. Oder ich kann halt, mir fällt halt sofort ein Name ein. Zum Beispiel Pipi würde ich Kim nennen. Weil Kim Pipi mag. Das hat sich ja außerdem zusammen sehr seltsam. Ja, so. Bam, Level 33. Yay, Annika levelt auch mit. Sollte Pipi nicht eigentlich das Maskottchen werden? Maskottchen? Von Pokémon? Kann sein. Anstatt Pikachu? Ja, ich glaube schon. Ja, da war mal was. Richtig, ne? Das kann gut sein. So, wir genießen kurz diese Entwicklung. Dim, 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 dim. Ich glaube, es sieht nicht so episch aus. Es hat die kurzen Haare verloren. Sieht, ab 18 aus. Ah, da ist ein Stein. Er sieht ab 18 aus. Sieht so krass. Es sieht ab 18 aus. So. Ich bin gespannt, wie Gengar aussieht. Kann nicht fliehen. Ja, dann muss ich es leider besiegen. Tut mir leid. Naja, aber mit Dick sollte es ja kein Problem sein. Eigentlich mit Rocket Slide, weil das sehr effektiv gegen Feuer-Pokémon ist. Achso. Boden doch auch, oder nicht? Nee, Boden nicht. Boden ist neutral. So. Mann, warum dachte ich das immer? Ist Erdboden keine Bodenattacke? Erdbeben keine Bodenattacke? Doch. Aber ist Erdbeben nicht gut gegen Feuerpokémon? Let me google that. Moment. Ah, Feuer. Verdammt. Pokémon. Komm schon, Google, du müsstest meine Suchergebnisse kennen. Es liegt mir auch bei dem Wort Pokémon sofort Pokewiki Garados vor. So, ich weiß nicht warum. Ist das nicht deine Startseite? Nein, natürlich nicht. Gegen Feuer ist auch Boden gut. Okay, never mind. Yay, ich wusste es. Oh mein Gott, Lea weiß was. Bist du etwa überrascht? Nein, eigentlich nicht. Die ja. Frau hat sogar ein Gehirn. Faszinierend. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt.
Ich hab ja. Lenificate, sagt ihr da was da? Der YouTuber Lenificate? Ich hab den nicht geguckt, aber ich weiß, dass er existiert. Ja. Der hat mal angefangen, Pokémon. Also, der macht halt auch Pokémon-Videos zumindest auf dem Hauptkanal, so Fakten und sowas. Und der hat dann einen Netflix-Kanal aufgemacht und hat angefangen, Pokémon Blue Kaiser zu spielen. Und mir ist aufgefallen, wie abartig wenig er über Pokémon weiß. Ich hab's nicht zu Ende gesehen. Also einfach wirklich ganz auf ein simpel Niveau Effektivitäten, da muss der nicht. Ich auch nicht. Red ich um. Also kann ich voll mitfühlen. Und der hat halt wirklich total untaktisch gekämpft, halt Speed-Taste gedrückt halten, A-Spam ist für mich nicht gutes Pokémon-Kämpfen. Irgendwas war so. Also von jemandem, der Pokémon-Videos war, habe ich irgendwie mehr erwartet als das. Und Mann, ich wollte. Das ist der Controller-Effekt, ja. Ich wollte eins eher nach rechts gehen. So. Doppelkarp. King Mick und Kia. Genau. Oh, zufällig ist gerade auf Position 2. Und zufälligerweise ist 2 meine Lieblingszahl. Und zufälligerweise heißt Garados leer. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Bam, 9. Ah, also, ich weiß auch immer so bei Gift zum Beispiel nicht alle Effektivitäten oder ja, Käfer. Also ich weiß, was gut gegen Käfer ist, Feuer und Flug, weil das macht halt Sinn. Aber ja. Und hier, Gift weiß ich, dass gut gegen Fee ist, aber sonst bin ich doch ziemlich ahnungslos. Nee, ist ja auch kein Problem. Aber mich hat da diese Art und Weise, wie er gekämpft hat, wirklich sehr frustriert als Zuschauer. Weil halt, ich erwarte halt, ich meine, ich weiß auch nicht alle Effektivitäten. Das erwarte ich eigentlich auch von niemandem. Wie wir eben gesehen haben. Ja, das erwarte ich halt auch von niemandem. Aber ich erwarte halt, wenn jemand sagt, ich kenne mich mit Pokémon aus, dass er mehr macht, als die Taste zu drücken und A zu spammen. Ja. Das ja, stimmt, halt wenn man das so von sich behauptet. Das hat mich halt ein bisschen irritiert. Dann machen wir ja noch Biss. Ich habe geheime Kräfte. Ja, Secret Power. Das ist übrigens auch auf meinem Psycho, was ich letztes Jahr auf der Gamescom hatte, oder meine Garados Naturgesetze, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, das steht auch da, wenn man was gegen Garados sagt, soll man hoffen, dass man mehr als 40 KP besitzt. Das ist halt die Anspielung auf Drachenwut. So schaffen wir es an. Damit wurde ich ja auch konfrontiert. Nein! Nein! Ich konnte an den nicht mehr beilaufen. Ja, Shiny Klaus, ne? Wie war denn das damals? Möchtest du darüber erzählen? Shiny Klaus und so, ne? Ach so, mit der Shiny Klaus. Ich habe alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist mein lustig, halt immer. Ich finde halt immer lustig, wie halt alle die Regeln unterschiedlich auslegen. Das war ja, bei dir war das der Konflikt zwischen den Shiny Klaus und Static Account, haben wir nicht gefangen und sowas, das Ding ist. Und manche meinten, ja, nee, du kannst das Shiny schon fangen. Und manche, nee, ist ein Static Account wie du. Oh Gott, für die Geld. Ja, aber es ist halt auch gescriptetes Shiny, so, ne? Ja. Nee, ist ja auch absolut verständlich. Und ich bin hier auch nicht wirklich böse deswegen. Aber ich finde trotzdem, dass wir halt die Regeln unterschiedlich ausgelegt werden von verschiedenen Leuten. Ach, letztendlich ist das ja auch dann deren Projekt, dann genau, finde ich, sollen die auch das so spielen, wie sie möchten. Und wenn jemand das nicht gut findet, wie sie spielen, dann brauchen sie es sich halt nicht anschauen. Genau, richtig. So. Ich meine, dann kann ja jeder seine Meinung drunter schreiben und der das Spiel kann dann überlegen, ja, finde ich eine ganz gute Idee oder nicht. Ich habe mir gerade vor, bei dem Wort Meinung drunter schreiben, wie jemand diese Rage-Kommentare einfach reinschreibt, so. Du bist scheiße, geh nicht verbot oder sowas. Nee. Alle Leute werden bei mir übrigens geblockt. Ich muss alle nicht Leute? Solche Leute, wer sowas schreibt. Achso, solche Leute. Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich noch nicht geblockt. Nee, bist du auch nicht. Warum soll ich dich blocken?
Weiß ich nicht. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Ist auch lustig, mein meist gesehenes Projekt auf meinem Kanal ist ja einfach mal Command & Conquer 3, Kane's Rache, also mein erstes Projekt. Mhm. Und ab und zu kommen dann auch mal Kommentare. Und das Projekt ist jetzt 3 Jahre alt. Wie? Und ich habe halt die Angewohnheit, da gibt's halt diese schönen, also das Spiel ist halt so, es gibt halt diese Real-Life-Cutscenes, wo man halt damit die Schauspieler halt dann die Mission erklären mit echten Schauspielern, alles lustiges und irgendwas. Und ich habe halt die Angewohnheit, einfach das zu kommentieren, wenn wir das machen. Und da hat ja wirklich vor 4 Wochen jemand drunter geschrieben, hör mal auf, in den Cutscene zu labern. Dann war so, das Projekt ist 3 Jahre alt. Ich war kurz davor, irgendwie einen Link noch zu schmeißen, wo man einfach alle Videos, alle Cutscenes sieht, einfach so in ein Video und kommentiert. Schau dir doch mal dieses Video an. Ich habe mich aber dann entschlossen, einfach nicht drauf zu reagieren, weil es so dumm ist. Ich hatte. Hatte ich überhaupt irgendwie mal einen blöden Kommentar? Ich glaube irgendwie nicht. Also bei mir haben sich eigentlich, glaube ich, alle benommen. Ja. Wahrscheinlich auch nur, weil meine Zuschauer aus den Leuten bestehen, mit denen ich gut klarkomme. Ja, das macht auch irgendwie Sinn. So, wir haben jetzt übrigens gerade Trümmerer bekommen, falls du es nicht mitbekommen hast. Das brauchen wir. Schau mal, ob welchen Pokémon. Hast du schon Ultrabälle gekauft? Ja, ja, 15 Stück habe ich. Oh, wie gut, dass ich sowas immer mitkriege. Ja, du bist unser bester ab 18 Kommentator. Oder so. Ich kann mich nämlich nur aufs Kommentieren konzentrieren und nicht auf das, was passiert. Aber das war einfach so ein Riesen-Lag, dass ich nicht gesehen habe, wie du eingekauft hast. So ganz, so 3 Minuten lang Black Screen und dann geht's nochmal weiter. Ich habe irgendwie vor 10 Minuten eingekauft, also das ist schon eine Weile her. So. Ja, ich glaube, es wird. Gut. Hm? Es wird gut mit Chris. Ich hab ein gutes Gefühl. Ja. Ich bin so gespannt auf das Gengar. Nur noch ein Gengar, dann haben wir ein Gengar, oder? Kann ich weiß, es wickelt sich zwar auf jeden Fall per Level ab, aber ich weiß nicht auf welchem Level. Und bevor ich da jetzt hochgehe. Wahrscheinlich 40, ne? Kann sein, ich weiß halt, es ist halt von den Wendemeister eingestellt. Ich habe es aber alles ein bisschen umgestellt. Es kann auch sein, dass ich unsere Pokémon vor Level 55, vor Level 55 entwickeln. Das kann sogar sein. So. Wir haben jetzt der Trummerer bekommen. Ja, Rock ist Mech. Kann sein Pokémon lernen? Hallo, Let's Fehler. Hallo, Klura. Ich habe gehört, du möchtest gerne Rocket Smash lernen. Oh, das ist also so viel schlechter als. Okay, wir müssen einen anderen Pokémon beibringen. Ich weiß noch, wie ich habe ja Pokémon Platin durchgespielt, nur mit Gyarados. Und mich halt für die erste Arena, mein Gyarados, ich musste ihn Zertrümmerer beibringen, um die Arena zu schaffen. Weil es konnte halt nur Fuchtler und Biss. Mhm. Das zieht alles so nicht so viel gegen Gesteins-Pokémon ab. So. Mir bringt Annika bei. Annika! Und verlieren ihn nachher wieder. Für. Verdammt, diese Attacken sind so gut. Hallo Lea. Ich glaube, ich bringe jetzt Gyarados doch den Zertrümmerer bei. Für Silberblick. Und ich verlerne ihn dann nachher sofort wieder. Ja gut, Silberblick ist nicht so schlimm. Da brauche ich einen Zertrümmerer. Zertrümmerer ist eben so eine optionelle VM. Die braucht man tatsächlich jetzt nur für da. Muss ich mal anders hinsetzen. Hast du keinen krassen, bequemen Spielstuhl? Ach doch, aber das Blöde ist, ich habe unter meinem Tisch habe ich den Drucker stehen, weil ich kriege das irgendwie nicht hin, den halt über WLAN einzurichten. Mhm.
Und es steht dann halt im Weg für meine Beine. Das heißt, ich kann meine Beine nicht richtig ausstrecken und das ist dann sehr anstrengend manchmal. Ach nö. Stärke. Wow. Ja, gut. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe so eine Intuition. So ein ganz dummes Gefühl. Dass ich auch noch Stärke lernen muss. Dass ich jetzt einen VM-Sklaven von der Box hole. Ach so. Yay! Dafür legen wir sogar Magara das ab. Damit es kein Flap erlernt bekommt und zufällig. Oh goddammit, Controller, please! Kann die trägt übrigens die Black Flares, also weil sie Sonnenbrille hat, ja. Das ist so. I wear my sunglasses at night. Genau. Genau deswegen. Schön, dass du dasselbe Lied wie ich da immer verpasst. Oh, wie hübsch. Schlapphase, schön. Ja. Ich bin verliebt in die ganzen Moemon. Vielleicht krieg ich es ja hin, dass ich Moemon in mein upcoming Pokémon-Hack auch reinkriege irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich schicke dir dann einfach ein Foto von meinem Gesicht und dann kannst du es auch Scorecode aufklatschen. Genau, so mit Liebe. So richtig professionell. Weil wir haben ja jetzt mehr Geld, oder? Hab ich gehört. Weiß ich nicht. Nee, das werden glaube ich nur ein Ball. Geht so. Das heißt, wir werden jetzt ganz schnell. Ja, so sogar ohne Encounter. Meisterball schicken. So, wir machen kurz Pause. Ich habe übrigens 10 Meisterbälle gefunden. Und 50 Sonderbonbons. Die lagen hier rum. Das ist ein Bug. Du drückst einfach 5-mal A, dann dreht nach oben, 2-mal R und der Konami-Code. Und dann hast du. Genau. So, warte. Ich wollte Missingo. Nicht gegen diesen Trainer. Ist das Ding Missingo? Missingo? Missingo. Das ist die erste Generation. Ja. Er kann doch hier auch nochmal auftauchen, oder nicht? Ja. Es gab damals. Ah, das ist das Nidorino, jetzt genau. Sehe ich's. Es gab damals bei uns. Ich weiß nicht, ob es nur an der Schule war oder allgemein. Das Gerücht, dass wenn man halt in Pokémon Blau oder Rot über diese Blumen läuft. Manchmal gab es ja so Blumen, weißt du, was ja, ich meine? Ja, richtig, ja, ich weiß, was du meinst. Dass wenn man darüber läuft, dass das sein kann, dass das Pokémon-Team gelöscht wird. Wow! Dann ist einfach immer jeder nicht auf diese Blumen getreten. Und dann, weißt du, anstatt wirklich mal nachzudenken und so, warum sollten die Entwickler sowas einbauen? Ja, genauso wie ich nutze Stärke und schieb den Container in der MSM weg, wobei der Mio-Tunde ist. Ja. Ich hab. Irgendwie, es gibt ja diesen Glitch mit Mio, oder? Ja. Aber das kann man mit jedem Pokémon. Wo gibt's denn nur in Gelb? Den gibt's in der ersten also in der ersten Generation komplett. Aber das ist halt. Das kann man mit jedem Pokémon machen. Das ist halt darauf. Basiert darauf. Quasi du fliegst halt von dem Trainer weg. Trainerfly heißt es ja, oder bist halt Teleport. Also es ist halt so, du kannst halt einen Schritt runter gehen, dann hast du diesen Trainer, der dich sieht und drückst halt Start sofort. Dann musst du halt fliegen und sowas. Und das Spiel denkt, dass du in der Gegend, in der du bist, im Trainerkampf bist. Ja. Und dann kämpfst du gegen ein wildes Pokémon und ich glaube, deren Spezialangriff ist dann quasi die Nummer, die getriggert, wenn man das Gebiet betritt. Denkt er halt, das ist ein Kampf und nimmt halt gerade die Daten, die im Speicher sind, in der Spezialangriff, ist glaube halt die Pokédex-Nummer oder irgendwie sowas. Und dieser Trainerfly von diesem Flagmon-Trainer, der weg ist, das ist halt genau die Nummer für Yo. Okay. Falls ihr wissen wollt, wie das technisch funktioniert. Das ist halt ziemlich dirty programmiert. Das würde in aktuellen Spielen eher nicht funktionieren. Nee. Oh Gottdammit, wie viel Sandwirbel habe ich jetzt schon drin? Ne, ja, da ist immer so Finte ganz gut, finde ich. Aber Apollo kann keine Finte. Ich weiß, aber so, oder allgemeine Attacken, die
halt nicht beeinflusst werden von Genauigkeitssenkung. So, dann machen wir jetzt einmal hier Rocket Slide. Und dann wird es besiegt sein, bestimmt. Also ich wäre irgendwie nicht auf Sandama gekommen. Bei dem Sprite wäre ich nicht auf Sandama gekommen. Ja, oh Gott. Ich wäre schon drauf gekommen, weil ich die ganze Zeit Sandwirbel drückt. Ist das nicht offensichtlich? So, aber wir gehen sie gleich mal. Das ist aber gutes Geld. Ja, ich gehe raus und es ist ein Eevee-Tag, es gibt's hier wirklich. Das sieht cooler aus. Oh, sieht aus wie ein Engel. Stimmt. Deswegen besiege ich es nicht. Willst keinen Ärger mit dem da oben bekommen? Genau, komm, das Item muss ich nicht. Hier gibt's keine wichtigen Items. Sonst komme ich in die Hölle so. Du hast einen Sprite besiegt, der aussieht wie ein Engel. Hier ist deine Strafe. Und dann treten sie mich ins Höllenfeuer rein. So.